Hallo, ich komme mal wieder zu einer Buchbesprechung, die verbinde ich aber gerade mit der Serie von den Wissenschaftsbetrügereien, wo wir das letzte Mal etwas über Henrik Schön erzählt haben. Erich Heckel steht ja noch aus. Was ich jetzt sage, ist, muss man vielleicht eine kleine juristische Vorbemerkung machen. Also es gilt bei den Juristen der Grundsatz bei Gerichte dann eher weniger, dass natürlich Unkenntnis nicht vor Strafe schützt. Und jetzt haben wir wirklich einen interessanten Fall von einer, im Englischen sagt man Strong Delusion, die man da betrachten muss. Und es geht dann natürlich auch in die zwei Wissenschaftsbetrügereien ein, die wir im Moment beobachten, nämlich der Klimaschwindel und natürlich die Corona-Unsinn, oder? Das hat ja wahrscheinlich unterdessen jeder gemerkt, dass das irgendwie nicht so richtig ist. Und wer es dann halt nicht gemerkt hat, den werden die Nebenwirkungen der sogenannten Impfung dann daran erinnern. Also es ist ein Buch von einem eigentlich super teuren Verlag, dem Birkhäuser Verlag, und es ist erschienen, muss ich schnell nachschauen. Relativ kurz, also der Fall fand statt im März 1989 und erschienen ist das Buch im 92, oder? Habe ich extra bestellen müssen, war nicht mal so teuer und es heißt das Rennen um die kalte Fusion. Da muss ich dann vielleicht zuerst eine kleine Vorbemerkung machen. Also Sie wissen wahrscheinlich, dass die Kerne, die Atomkerne unterschiedlich stabil sind. Und am stabilsten ist das Eisen. Deswegen hat es relativ viel Eisen im Weltall sicherlich auch, aber vor allem auf der Erde. Starten kann man dann mit Wasserstoff oder und kann dann zum stabilsten Element, eben dem Eisen, fusionieren. Das heißt, indem man Atomkerne zusammenschmelzt und gewinnt so Energie. Praktische Anwendung ist natürlich die Wasserstoffbombe. Die andere Seite bergab sozusagen ist bei der Spaltung. Da kann man schwerere Kerne als das Eisen spalten in Richtung Eisen und gewinnt so Energie. Das ist dann eben die Kernspaltung. Prominentes Beispiel ist natürlich die Atombombe, die konventionelle Atombombe oder die Kernkraftwerke. Die Fusion wird neben der Wasserstoffbombe auch von der Sonne aus genützt. So sagt man. Also geht man davon aus, dass ist ein berühmter Zyklus, der Bethe-Weizsäcker-Zyklus, den Sie vielleicht nachgoogeln sollten. Da wird wohl Google in der La da wird wohl Wikipedia in der Lage sein, das zu erklären, wobei sicher kann man auch da nicht sein. Und das ist schon, und man möchte natürlich die Wasserstoffbombe gerne auf der Erde so als super-duper Kernkraftwerk nachbauen. Ob man das dann politisch durchsetzen könnte, ist dann eine andere Frage. Ich denke eher nicht und da spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall hat es sehr viel Geld, herrscht in dieser Fusionsforschung mit dem Ziel, einen Fusionsreaktor zu machen. Da gibt es diese berühmten Tokamak-Experimente, da ist man im Wesentlichen in einem so ringförmigen Gebilde drin, das man als speziell stabil anschaut. Keine Ahnung, wie man darauf gekommen ist. Das ist eine russische Idee daneben. Und ja, also in dem Bereich bewegen wir uns. Man möchte gerne eine Fusion machen und das möglichst so, dass sie beherrschbar ist. Also diese Tokamak-Experimente und auch die anderen Fusionsexperimente haben das Problem, dass sie die Wasserstoffkerne oder Heliumkerne, die sie gerne verschmelzen möchte, Wasserstoff-Helium ist so der beliebteste Reaktionsschritt, dass man die fest zusammendrücken muss und dann muss man das mit einem Magnetfeld machen und dann hat man so ein Plasma. Plasma ist die Materie unter hohem Druck und Temperatur, da lösen sich die Elektronen von den Kernen und dann hat man Elektronenkerne einfach das so durcheinander eben so ein Plasma, wie man sagt, nicht zu verwechseln mit dem Plasma der Zellen. Ne? Also, Tokamak und so, das ist dann, hat man da riesige Magnetfelder und dann ist das Ganze instabil, muss man korrigieren mit komplizierten Computerrechnungen und das geht im Moment knapp für Sekunden. Also da kann man mich jetzt fragen, das weiß ich nicht, müssen wir halt schauen, wie es aktuell so ist.
Aber es ist sicherlich so, dass man in den 70er Jahren geglaubt hat, dass man in den 1990er Jahren so einen entsprechenden Fusionsreaktor hat. Das hat man natürlich nicht, Martin, auch noch nicht 2020 und wir dann ja auch nicht im Jahr 2100 haben, können Sie jetzt schon so sagen. Gut, jetzt hat man verschiedene Ideen verwendet, um das dann trotzdem zu machen, nicht mit dem Tokamak-Experiment. Und eine Idee war eine Katalysatormethode mit Myonen, Entschuldigung, über schweren Wasserstoffionen. Also, das ist so eine Idee gewesen. Und jetzt ist im Jahre 89 Folgendes passiert. Ich erkläre es vielleicht am besten mit diesen zwei Personen, die da die Hauptrolle gespielt haben. Da habe ich einen Zettel reingelegt, wobei ich weiß, wie die heißen. Der eine ist der Herr Fleischmann und der andere ist der Herr Ponz. Die werden in diesem Buch da so schön als Chemiker bezeichnet, weil der Frank Close, das ist ein Physiker, ist natürlich sehr viel intelligenter als die Chemiker, das wissen wir ja schon. Also. Martin Fleischmann ist ein sehr alter und anerkannter Chemiker. Er hat ein Lehrbuch über die Elektrochemie geschrieben, also wirklich einer der, sagen wir, die Top-Chemiker dazu mal. Und der Ponz war auch nicht gerade der Unbekannteste. Nun, was haben die gemacht und warum sind sie auf die schiefe Bahn geraten? Sie hatten das Gefühl, dass man diese überschwere Wasserstoffionen, also eben mit den Myonen, dass man die machen kann, indem man sie irgendwie einlagert in irgendeinem Metall, ich weiß nicht mehr welches, wird Palladium sein, mit gewiss oder Palladium, also eines dieser zwei. Und dann haben sie das halt gemacht und haben gemessen, dass tatsächlich eine Energie frei wird. Dann haben sie gesagt, oh, wir haben die kalte Fusion entdeckt, haben eine Pressekonferenz organisiert. Das ist dann eben schon falsch. Also Sie sehen immer, wenn ein Wissenschaftler eine Pressekonferenz organisiert, ist schlecht. Gut, das kann passieren, oder? Dass man etwas misst, das da nicht gut ist und das nicht stimmt. Also der Herr Klaus macht da so ein Beispiel, dass dann irgendwie die Radioaktivität, die überall vorhanden ist, zum Beispiel ihre Elektronik stört, das Messinstrument. Es kann auch sein, dass das Tram gerade am Labor vorbeifährt. Das ist unser berühmtestes Beispiel gewesen an der Uni Zürich, dass man immer darauf achten muss, dass die gewisse Apparatur neben durch diese Trams der VBZ da nicht gestört werden. Das hat mein Physikprofessor das immer gerne erzählt und naja, nicht so interessant, aber es kann halt passieren. Shit happens. Das sollen Sie eventuell, wenn das Tram da gerade eine sensationelle Messung gemacht hat, gehen Sie besser nicht gleich vor die Presse, sondern versuchen, das Ergebnis zu machen. Man hat dann als Physiker, haben die dann sofort gemerkt, dass das kann irgendwie nicht stimmen, haben das auch gesagt. Und der Herr Fleischmann und Herr Ponz, die haben dann aus gewissen psychologischen Gründen, die ich dann noch ein bisschen beleuchten werde, haben das darauf beharrt, dass ihre Messungen stimmen. Und das hat dann die Welt so in zwei Faktoren geteilt, also den Fleischmann, Ponz und ein paar seiner Anhänger und der Rest der Welt, der die kalte Fusion nicht geglaubt hat. Ja. Was soll ich sagen, was man da sagen kann? Also der Herr Fleischmann hat natürlich eine langjährige Wissenschaftskarriere und konnte sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass er sich jetzt einmal irrt, weil er hat sich x-mal nicht geirrt, oder? Und das ist dann so ein Punkt, was passieren kann. Das andere ist noch eine gewisse religiöse Sache. Sie wissen vielleicht, dass Sie wissen sicher, dass man in gewissen wissenschaftlichen Kreisen ist ja so eine Art Religion, nicht Scientism, vorhanden, die besteht unter anderem in der Evolutionstheorie, dass die Erde rund ist. Das sind so diese Key Factors, Zwangsvorstellungen, muss ich was sagen, die von den Wissenschaftlern nicht hinterfragt werden. Das hat jetzt einen lustigen Nebeneffekt. Das hat jetzt den Effekt, dass die Wissenschaftler, die in dieser Beziehung offen sind, dann ein bisschen rausgedrückt werden. Und der Herr, der war in Utah, also das
Mormonen sind da irgendwie dabei beim Herrn Fleischmann. Und das hat dann halt zur fehlenden Qualitätskontrolle geführt. Und ja, das ist der eine Grund. Also wir haben die zwei Gründe. Also es war die eine Isolation von Herrn Fleischmann aus religiösen Gründen. Und die andere ist eben, wie ich gesagt habe, die gewisse Verstarrung mit fortschreitendem Alter. Jetzt muss ich sagen, jetzt gehöre ich auch ein bisschen zu der Gruppe der Leute, die sich nie geirrt hat. Aber im Gegensatz zu meinem Fleischmann muss ich auch sagen, ich wurde ich nie hochgelobt, oder? Sondern man hat mich immer ein bisschen versucht zu nullen. Ich mag mich noch erinnern, also meine Dissertation, da war ich natürlich ein junger, hübscher Kerl, da habe ich dann was Kleines rausgefunden und gerechnet und gemessen auch noch gleich. Also das war im Prinzip die Arbeit eines Tages. Und dann ist da die Türe aufgegangen in meinem Büro und der Professor hat gesagt, glauben Sie den Mist, den Sie da aufgeschrieben haben? Ich habe gesagt, ja. Ist so. Und der Mist hat dann nachher nach mir dann eben ist meine Diss gewesen und die Diss des Nachfolgers und dann noch die Diss, also Teile der Diss eines Kollegen in Bochum und ja, Bochum und in Basel hat auch noch jemand darüber gearbeitet. Dann das war ein ziemlich wichtiger Mist, muss man so sagen. Und das andere, was ich dann erlebt habe, oder das habe ich schon erzählt, mit diesem H2-, das nicht stabil war, da habe ich natürlich auch schon eine Lösung präsentiert und aufgeschrieben. Aber erst als noch jemand zweitens ebenfalls gemerkt hat, dass das so ist, konnte ich da meine Sache publizieren. Also es ist immer so, dass man natürlich ein bisschen auch soziale Effekte da eine Rolle spielen. Gut, zurück zum Buch. Also es ist jetzt 92, ich glaube, es ist sicherlich noch antiquarisch erhältlich. Sehr viel Blablabla vom Herrn Klose und die genauen Details, ich glaube, es ist jetzt nicht mehr für mich. Also es wandert jetzt bei mir ins Antiquariat, damit ich ein bisschen Platz habe in meinem Haus. Und das ist sicherlich eine interessante Sache gewesen mit diesem Buch. Also, in dem Sinn, nachher werden wir viel, viel wichtigere Sachen besprechen. Jetzt nicht, aber eben die Hochstapelei, also der Wissenschaftsbetrug vom Herrn Höckel, muss doch gemacht werden. Wir werden ein Video machen über das Ziegenproblem, da habe ich auch ein Buch dazu, aber das habe ich ein bisschen anders überlegt. Dann mache ich Sie noch auf ein Buch aufmerksam, was ist jetzt runtergefallen? Auf ein Buch aufmerksam, das Sie jetzt beschaffen müssen. Das wird Ihnen gar nicht anderes machen, und das sind die Bücher von Herrn Borhorn und dem Herrn Dubben mit 2 B, da sind sie noch abgebildet. Wie zwei da? Sind sie nicht schnuselig? Also die Arbeiten sind Physiker und die arbeiten in einem Universitätsklinikum, so als statistische Berater, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die haben ein Buch geschrieben für Querdenker, also für uns. Und das muss man dann natürlich schon zu Gemüte führen. Die sind ungefähr 20 Jahre alt. Ich schaue dann noch, ob die wirklich noch erhältlich sind. Man kann sie noch bestellen. Das war der Rororo Verlag. Und da ist das Copyright von dem da. Es gibt mehrere. Der Schein der Weisen. Es gibt noch der Hunde Goldene Eierleg, glaube ich, heißt das andere. Und die sind eben im Jahr 2000 erschienen. Ja, da steht es, der Hund, der Eier legt, nicht goldene Eier, habe ich jetzt da übertrieben. Und die haben auch da ein Kommissar, der da eine Rolle spielt. Und da wird dann auch über die Vierfeldertafel geredet und eben über statistische Auswertungen von Medizinern, die dann meistens nicht Hosen gehen. Das muss man leider so sagen, aber wir sind ja froh da, über die Mediziner, die sind ja ausgebildet, dass wenn einem auf dem Schlachtfeld das Bein weggeschossen wird, dass man das dann überlebt und das ist ja dann auch nicht ganz unwichtig. Also, in dem Sinne, bis bald.